Er war einer der Gefährten. Seine Geschichte ist gerade für unsere Zeit besonders relevant, da wir in Zeiten des Überflusses leben. Wir müssen uns kaum anstrengen, um Komfort zu genießen. Auf Knopfdruck haben wir zahlreiche Annehmlichkeiten. Für uns sind diese Dinge selbstverständlich geworden. Und Mus'ab ibn Umair radiallahu anh wuchs in einer der wohlhabendsten Familien Mekkas auf. Er wurde mit jeglichem Luxus verwöhnt. Er lebte wie die Kinder der Stars aus Hollywood. Während der Prophet sallallahu alaihi wasallam von den Quraysh verfolgt wurde, war Mus'ab ibn Umair radiallahu anh bei ihnen sehr beliebt. Unter anderem, weil er ausgesprochen hübsch war. Wenn er die Stadt entlang lief, waren die Straßen mit Frauen gefüllt, vergleichbar mit einem Popstar. Seine Familie war sehr wohlhabend. All seine Kleider wurden für ihn maßgeschneidert. Sich Markenklamotten kaufen zu können, ist eine Sache. Sich aber jedes Kleidungsstück von den besten Designern nach Maß anfertigen zu lassen, ist eine ganz andere Liga. So reich war Mus'ab ibn Umair radiallahu anh. Heute würde man sagen, er war ein verwöhnter Snob. Aber seine Persönlichkeit war speziell. Obwohl er alles hatte und bekam, was er wollte, ließ er sein Reichtum nicht Oberhand über sein Herz gewinnen. Er ließ sich von seinem Vermögen nicht blenden. Die Dunya hat diese besondere Eigenschaft: je mehr du hinter ihr herläufst, umso süchtiger wirst du nach ihr. Unser Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Nichts wird die Kinder Adams satt machen, außer Staub. Wir jagen dieser Dunya nach. Ich will noch dieses haben und das noch und jenes noch. Der Mensch belügt sich selbst. Nachdem ich dieses Auto gekauft habe, brauche ich kein anderes. Sobald ich die Wohnung habe, werde ich mich niederlassen, sie abbezahlen und zufrieden sein. Aber in Wirklichkeit hat das Wort Insan denselben Wortstamm wie das Wort Nisyan. Wir vergessen unsere guten Vorsätze und jagen der Dunya hinterher. Und unsere Herzen werden davon erfüllt. Mus'ab ibn Umair radiallahu anh war anders. Er war umgeben von diesem opulenten Reichtum. Er war privilegiert und durfte bei den Versammlungen der Quraysh anwesend sein. Da hört er über eine Gruppe von Menschen, die sich in Darul Arqam treffen und über eine neue Religion lernen. Als er davon hörte, dass diese Menschen ihr Leben verändern, machte er sich auf, darüber mehr zu erfahren. Viele von uns haben gute Vorsätze, die wir auf morgen oder noch später verschieben. Aber wenn man eine Sache nicht sofort umsetzt und sie ständig aufschiebt, verliert man sie irgendwann aus den Augen. Nicht so Mus'ab ibn Umair radiallahu anh. Er machte sich sofort auf zu Darul Arqam. Diese positive Eigenschaft können wir von ihm lernen. Wenn du etwas tun kannst, das dich Allah subhanahu wa ta'ala näher bringt, warte nicht auf bessere Zeiten. Warte nicht auf deine Freunde. Mach es sofort. Mus'ab ibn Umair radiallahu anh hätte sagen können: Lass mich erst mein Leben genießen. Ich bin jung und reich. Später ist auch noch eine Gelegenheit dazu. Nein, er fand die Idee interessant und wollte sofort mehr hören. Wenn jemand aktiv werden möchte, vergessen viele, dass es nicht einfach ist. Für jemanden, der zu viel isst, zu viel schläft, zu viele Spiele spielt, plötzlich einfach aufzuwachen und sich zu sagen, mir fehlt etwas, das wird nicht passieren. Du musst anfangen, auf einige Dinge zu verzichten, um sehen zu können, was der Sinn im Leben ist. Mus'ab radiallahu anh hörte über diese Gruppe von Menschen, die sich treffen und vom Propheten a.s. bewegt werden. Eines Nachts schlich sich Mus'ab radiallahu anh zum Haus von Arqam und klopfte leise an der Tür. Als die Gefährten öffneten, fanden sie diesen Teenager vor der Tür. Den Sohn aus einer der angesehensten Familien Mekkas. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Gefährten waren sehr erfreut und hießen ihn willkommen. Der Prophet war gerade dabei, über das Feuer von Jahannam zu berichten und über das Leben nach dem Tod. Wie Menschen entweder ins Paradies oder in die Hölle kommen werden, je nachdem wie ihre Taten in diesem Leben waren. Als Mus'ab radiallahu anh darüber hörte und die Verse des Koran vernahm, wurde sein Herz davon berührt. Er begriff, dass sein Volk auf dem Irrweg war und er bezeugte seinen Glauben vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam im Haus von Arqam. Manchmal hören wir etwas und wir wissen, es ist gut für uns, aber unserem Nafs gefällt es nicht und wir akzeptieren es nicht, weil wir an andere vorübergehende Dinge denken. Mus'ab radiallahu anh hörte von der Botschaft des Islam, sein Herz wurde davon berührt und er bezeugte sofort: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Er akzeptierte den Islam. Wenn junge Menschen von etwas überzeugt sind, wollen sie sofort allen davon berichten. Mus'ab ibn Umair radiallahu anh war in einer interessanten Situation. Seine Mutter war eine der mächtigsten Frauen der Quraysh
Sollte sie herausfinden, dass er Muslim geworden ist, hätte das schwere Konsequenzen für Mus'ab. Er beriet sich deshalb mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie beschlossen, dass es besser wäre, wenn er seinen Glauben vorerst geheim hielt. Es ist gut, Weisheit im Umgang mit anderen zu besitzen. Manchmal denken wir, das ist der Haq, wir müssen allen davon berichten. Doch der Gesandte sallallahu alaihi wasallam riet Mus'ab radiallahu anhu, vorerst darüber zu schweigen. Eines der Merkmale von Gläubigen ist Hikma, zu wissen, wie man mit anderen Menschen spricht. Und so behielt er es eine Weile für sich. Jede Nacht schlich er sich heraus und kam zum Haus von Arqam, wo er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam über den Islam lernte. Nach kurzer Zeit hatte Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu sehr viel gelernt. Er war bekannt dafür, mehr vom Koran zu wissen als seine Genossen. Doch eines Tages fand seine Mutter über seine Aktivitäten heraus. Die Quraysh beriefen eine Versammlung ein und befragten Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu. Als er zugab, Muslim zu sein, versuchte seine Mutter ihn unter Druck zu setzen. Sie legte ihm Hausarrest auf und so blieb er mehrere Tage im Haus, eingesperrt und gefesselt. Wochen vergingen und Nachrichten verbreiteten sich, dass die Muslime auswandern werden. Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu wartete den richtigen Augenblick ab, um auszubrechen. Er befreite sich aus seinen Fesseln, schlich an den Wachen vorbei und floh mit den Muslimen nach Abessinien. Gerüchte wurden in Abessinien verbreitet, dass die Quraysh den Muslimen nun freundlich gesinnt wären. Und Mus'ab radiallahu anhu kam nach Mekka zurück. Nach seiner Rückkehr stellte ihm seine Mutter das Ultimatum. Mus'ab, mein Sohn, komm zurück zu unserem Glauben. Komm zurück zu deiner Familie. Komm zurück zum Glauben deiner Vorväter. Blamiere uns nicht. Mutter, ich kann nicht, sagte Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu. Meine Beziehung zu Allah bedeutet mir mehr als alles, was du mir geben kannst. Da sagte sie, wenn das der Fall ist, dann verabschiede dich von den Kleidern, die du trägst, dem Geld, das du hast, dem Reichtum, den du genießt. Verabschiede dich davon, du wirst das nicht mehr haben. Stellt euch Folgendes vor. Ein Mensch wächst wohlbehütet auf, in allem erdenklichen Überfluss. Er ist gewohnt, jeden Luxus zu haben. Und dann droht er, alles zu verlieren. Wer würde nicht versuchen, einen Kompromiss zu finden? Denn der Hang zu Luxus schafft Abhängigkeit. Aber Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu kümmerte das nicht. Warum? Er war bereit, alles für Allah subhanahu wa ta'ala zu opfern. Wenn wir uns sein Leben ansehen, ist er gerade dabei, die bisher größte Aufopferung in seinem Leben zu vollziehen. Doch große Dinge geschehen nur in Verbindung mit Aufopferung. Wenn du ein gewöhnliches Leben führen willst, musst du nichts aufgeben. Wenn du jedoch Veränderungen vollbringen willst, wenn du die Welt verändern möchtest, dann geht das nur in Verbindung mit Aufopferung. Das ist der Preis für Veränderung. Mus'ab radiallahu anhu weiß das. Er sagt, ja Ummi, ich werde es nicht aufgeben. Behalte den ganzen Reichtum. Schlussendlich ließ ihn seine Mutter gehen, aber er musste alles zurücklassen. Selbst das letzte Hemd. Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu verließ sein Haus ohne einen Groschen. Einst war er der best angezogene Junge in Mekka und wurde für sein Reichtum beneidet. Doch er gibt alles auf und widmet sich gänzlich dem Islam. Seht mal die Ehre, die ihm der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gibt. Als die Bewohner Medinas den Propheten baten, ihnen jemanden zu entsenden, der ihnen den Islam beibringt, das war ein Jahr vor der Hijra, wählte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam unter seinen Gefährten denjenigen aus, der bis dato das meiste Wissen über den Islam besaß und am besten für diese Aufgabe geeignet war. Und das war Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu, der erste Botschafter des Islam. Er zog nach Medina und wurde ein Trendsetter. Er verbreitete die Botschaft des Islam so erfolgreich, innerhalb eines Jahres schaffte er es, dass der Islam in aller Munde war. Zwar wurden nicht alle Einwohner Medinas Muslime, aber der Islam wurde zum Thema Nummer 1. Mus'ab radiallahu anhu hatte großartige Vorarbeit geleistet, sodass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei seiner Hijra sehnsüchtig erwartet wurde. In der Schlacht von Uhud brachte Mus'ab radiallahu anhu das größte Opfer. Die Jahre zuvor hatte er seinen ganzen Reichtum um Allahs Willen geopfert. Nun ließ er auch sein Leben auf dem Wege Allahs. Als die Muslime ihre Stellungen nicht gehalten hatten und von hinten angegriffen wurden, erlitten sie gewaltige Verluste. Selbst der Prophet a.s. wurde verletzt und Gerüchte gingen um, er sallallahu alaihi wasallam wäre gefallen. Die Quraysh fielen über die Muslime her und fügten ihnen schwere Verluste zu. In diesem Tumult ergriff Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu die Flagge des Propheten sallallahu alaihi wasallam
Um die Gegner vom Propheten abzulenken, stieg er auf sein Pferd und rief lautstark Allahu Akbar. Sein Plan ging auf. Er konnte ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die Götzendiener stürzten sich auf Mus'ab radiallahu anhu. Ihm war klar, was auf ihn zukommt. Aber er wollte um jeden Preis die Angreifer vom Propheten sallallahu alaihi wasallam abbringen. Unter Einsatz des eigenen Lebens hielt er den Banner des Islam hoch. Das war für die Quraysh ein Dorn im Auge und sie schlugen ihm die Hand ab. Noch bevor die Flagge zu Boden fiel, ergriff Mus'ab radiallahu anhu die Flagge mit der anderen Hand und hielt sie empor. Als sie ihm auch die andere Hand abschlugen, hielt er sie mit den Stummeln seiner Arme fest. Dann wurde er von den Quraysh getötet, mit mehr als 70 Schwerthieben. Nachdem die Schlacht vorüber war, kamen die Muslime zum Schlachtfeld zurück, um die Shuhada zu begraben. Sie bedeckten die Gefallenen mit ihren Kleidern. Als sie Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu mit seinen Kleidern bedecken wollten, ragten die Füße unter dem Leichentuch hervor. Als sie das Tuch über seine Füße zogen, ragte der Kopf hervor. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Wallahi, es gab eine Zeit, da kannte ich niemanden, der ein luxuriöseres Leben führte als dieser Mann. Und aus seiner Liebe zu Allah und seinem Gesandten hat er alles geopfert, sodass er jetzt nichts besitzt, das seinen Körper bedecken könnte.